So, da sind wir auch schon bei der dritten Aufgabe, nämlich durchsuche innerhalb von 10 Sekunden nach Ihrer Landung eine Vorratslieferung. Das Ganze werde ich euch natürlich gleich zeigen, aber erstmal für die komplett Neuen auf meinem Kanal, seid herzlich willkommen. Wenn ihr kurz wissen wollt, was ich so mache, kurz und knapp, wir machen Custom Games mit Preisgeldern. Aber nicht eine Runde, sondern immer über einen längeren Zeitraum. Sehen wir es einfach mal so als Ligasystem. Das Ganze läuft dann so ab, innerhalb von einer Woche. Wer da die meisten Siege hat, bekommt dann halt das Preisgeld. Wir haben jetzt erstmal angefangen mit 10 Euro, aber ich denke mal, das wird sich ganz schnell erhöhen. Hängt halt auch logischerweise ein bisschen davon ab, wie die Einnahmen allgemein sind. Aber da sieht es eigentlich bis jetzt ganz positiv aus. Des Weiteren auf meinem Kanal Skin-Verlosung. Wann gibt es diese Verlosung? Ihr seht hier oben, ich habe jetzt 560 V-Bucks. Sobald ich wieder 800 V-Bucks habe, geht da der nächste Skin raus. Wann gebe ich das Ganze immer bekannt? Das Ganze gebe ich bekannt im Item Shop Video. Das Item Shop Video kommt eigentlich jetzt ist regelmäßig, wirklich immer eigentlich schon jeden Morgen. Meistens mache ich das halt, bevor ich auf die Arbeit gehe oder halt am Wochenende, wenn ich halt aufgestanden bin. Also das ist mir halt schon sehr wichtig. Da bekommt ihr auch immer die aktuellen Informationen, wie gerade die Custom Games so aussehen, wer die meisten Siege hat und so weiter. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren nicht für mich, sondern für euch, weil ihr seht dann einfach, wann die Livestreams kommen, wann neue Events starten oder halt wie jetzt halt, wie die Mission dann kommt. Aber eins müsst ihr bitte machen, nämlich wenn ihr einen Skin haben wollt, einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. Und warum? Das werde ich euch natürlich jetzt auch direkt erklären. Es geht natürlich um den Itemshop. So, weil wenn ihr was gewonnen habt, dann gehe ich ja hier auf als Geschenk kaufen, weil ich euch das jetzt schenken will. Ihr seht schon, ihm könnte ich was schicken, ihm auch. Aber dem Asus zum Beispiel leider nicht. Das liegt daran, weil wir noch keine 48 Stunden miteinander befreundet sind. Also, die Freundesanfrage so schnell wie möglich rausschicken, gerne ein Abo dalassen und halt, wie gesagt, die Glocke aktivieren. So, wir gehen jetzt mal direkt schon auf die Aufgabe zu. Kurz weg nur an alle, auch an meine Abonnenten. Vergesst nicht, Creator Code eintragen. Egal wen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich da eintragen würdet. Einfach yt-familyhack. Dann auf Annehmen. Zack. Hier oben rechts seht ihr auch immer, ob ihr jemanden unterstützt. Und wenn ihr was kauft, steht es hier unten auch nochmal. Also achtet da drauf. Es geht nicht nur um mich, sondern allgemein. Ist einfach, ihr könnt immer einen unterstützen und so seid ihr da immer auf der sicheren Seite. So, jetzt gehen wir nochmal zur Herausforderung. Was müssen wir machen? Durchsuche innerhalb von 10 Sekunden nach ihrer Landung, also nachdem sie gelandet ist, eine Vorratslieferung. Wo machen wir das Ganze? Natürlich in Gruppenkeile. Jetzt am Anfang, ich denke mal, wird es ziemlich hektisch werden, weil natürlich alle auf die Vorratslieferung geiern. Und hier steht vor allem, durchsuche drei Vorratslieferungen. Nicht innerhalb von einem Match, sondern wir müssen einfach drei Stück. Einfach drei Stück. Wir können drei Stück in einer Runde sammeln oder jeweils einen in einer Runde. So verstehe ich jetzt erstmal die Aufgabe. Aber wir werden es gleich direkt sehen, weil wir machen die Aufgabe ja zusammen. Also wenn ihr gerade eh Zeit habt, macht die Aufgabe gerade mit. Und dann wisst ihr nämlich auch schon genau, wie das Ganze funktioniert. Einen kleinen Trick gibt es nämlich bei der ganzen Sache. Die Vorratslieferungen, die ersten fallen ja nicht random auf der Map runter, sondern da, wo die Zone ist. Was bedeutet das? Wir müssen so schnell wie möglich in der Zone sein. Aber wir sehen ja, wir wissen noch nicht, wo die Endzone ist. Sie wird irgendwo hier in diesem Bereich sein. Also zeige ich euch einen kleinen Trick, weil die meisten springen ja direkt raus. Ist eigentlich grundlegend auch richtig, gerade wegen Loot und so und EP sammeln. Aber wir springen erstmal in der Mitte raus. So. So. Gehen runter, aber nicht im Senkflug. Also nicht im Sinkflug, damit wir erstmal wissen, wo die Zone ist. So, die Zone ist da hinten. Hat den ganz einfachen Grund. So wissen wir direkt, da ist die Zone. Und da wird natürlich auch die ersten Vorratslieferungen runterkommen. Da wir dann einfach keine Zeit verschwenden. Wenn ihr doch woanders gelandet seid, auch kein Problem. Geht einfach hin und bringt euch dann um.
Lasst euch einfach die Minis und Biggies, die ihr alle in der Tasche habt, nicht benutzen, sondern bringt euch dann einfach um. So seid ihr dann auch ruckzuck bei den Vorratslieferungen. So, ich nehme hier aber mal den Mini. Zack. Zack. So, mal gerade ein bisschen auf Loot achten, weil ich denke mal, hier werden ziemlich schnell Gegner sein, weil wir haben ja noch die Aufgabe, wo wir die Vorräte runterschießen müssen. So, haben wir hier die Kiste auch noch mit. Zack, haben wir noch ein Biggie. Schmeckt. Wundert euch nicht längst die Aufgabe, das sind halt die Tagesaufgaben. Aber ich denke mal, bei Truhen dürfte eigentlich jedem klar sein, was zu machen ist. So, holen wir noch gerade die Munition mit und fangen an, Metz zu farmen. Aber besser gehen wir da raus, holen ein paar Bäume. Wie ihr seht, noch sind keine Vorratslieferungen angezeigt. Deshalb so schnell wie möglich auch Metz sammeln, damit ihr halt bei den ersten Vorratslieferungen geht es nämlich eigentlich am schnellsten, weil einfach noch nicht alle in der Zone sind. Aus dem Grund jetzt erstmal Metz farmen und dann darauf achten, wenn das Geräusch kommt, wo die ersten Vorratslieferungen landen werden. Und holt euch vor allem genug Munition mit. Ich habe eigentlich schon wieder viel zu wenig. Hier rennt irgendwo ein Gegner rum. Ist er unten? Ach, hier ist auch diese Zeit drin. So, dann fahren wir einfach weiter. Metz. Damit wir uns halt ziemlich schnell hochbauen. So, die erste Vorratslieferung. Aber das ist uninteressant. Wir wollen natürlich die Vorräte haben. Aber ich glaube, da ist schon einer unterwegs hin. Wie gesagt, die erste Runde würde ich an eurer Stelle auch lieber auslassen. Aber das müsst ihr halt einfach selber gucken. Aber wir gehen trotzdem mal hoch. Vielleicht landet keiner da. Wie gesagt, 300 Metz haben wir jetzt. Weil von dem Berg aus könnten wir rein theoretisch auch direkt schon wieder rübergehen zu dem nächsten, der dann gleich neu aufpoppt. Ist halt einfach nur so kleine Tipps. Ich denke mal, die meisten wissen schon, was die Vorratslieferungen sind. So, hier sieht es aber ganz gut aus. Ich sehe nämlich noch keinen, keiner, der so runterschießen will. Ah, da habe ich Schüsse. Dankeschön. Zack. Und da haben wir auch schon die erste Vorratslieferung. Hat's gezählt? Ja. So, dasselbe müssen wir jetzt noch zweimal machen. Es ist nur die Frage, ich glaube, ich warte jetzt erstmal auf den Berg, weil die andere angeschossen wurde schon mal definitiv und ist auch zu weit weg. Oder? Also von uns ist auch keiner da. Ich glaube, ich gehe doch rüber. Die wurde anscheinend nämlich nur runtergeschossen. Aber derjenige ist nicht in der Nähe. Na, ah, jetzt will hier einer noch landen bei. Boah, das war mir klar. So, immer die Ohren offen halten und gucken, wo halt die nächste Lande ist. Und derzeit können wir wieder ein paar Metz farmen. Ich glaube, ich gehe mal auf den hohen Berg, weil da einfach, wir können von da einfach. Oh ja, seht ihr das? Natürlich auf der ganz anderen Seite. Das muss natürlich jetzt nicht sein. Aber ich denke mal, die meisten werden jetzt verstanden haben, worum es geht. Wie gesagt, drei Vorräte müsst ihr öffnen, 10 Sekunden nachdem sie gelandet ist. Also wenn sie schon länger irgendwo liegt, bringt euch das Ganze halt nichts. 10 Sekunden muss das Ding erst liegen. Also nicht 10 Sekunden liegen, sondern ihr habt 10 Sekunden Zeit, nachdem es auf dem Boden gelandet ist, dann zu öffnen. Ach, da hinten ist die Hölle los. Gerade mal gucken. Na, das war knapp daneben. Wir gucken einfach mal, ob wir vielleicht noch eine andere. Natürlich nicht. An die anderen Vorräte geht keiner dran. Die nächsten müssten aber jetzt gleich auch kommen. Ah, der ist schon weggesniped worden. Kurz Geduld. Eigentlich müsste nämlich noch eine kommen, definitiv. Also Vorratslieferungen kommen sowieso ohne Ende.
Ja, die da hinten wurde auch nur angeschossen. Ich kann euch halt jetzt nicht genau sagen, wann die immer kommen. Ah, der ist doch zu weit weg. Oh, schöner Hit. Schöner Hit. Aber natürlich geht er nicht down. Ja, komm, wenn ich snipe, dann. Ach, das ist das Boot. Na komm schon, die nächsten. Ah, direkt über mir, das ist gut. Komm schon. So, zack, gucken, wo er landet. So, da haben wir nämlich schon die zweite. Ach, ein Aug auch noch. So, ich probiere jetzt noch die dritte zu holen, aber ich denke mal, ihr habt jetzt das Prinzip an sich verstanden. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Viel Spaß euch noch mit den anderen Aufgaben. Wie gesagt, Custom Games, Skin-Verlosung, wenn ihr dabei sein wollt, gerne Abo da lassen. Und die Glocke aktivieren. Und in dem Sinne sage ich jetzt, haut rein.